Lucas. Lucas. The guy from Austria in the snow. He took. Oh, the three. And I really like this one from Lucas. This is in Austrian Graz. Check this out. Ja, hallo zu einem neuen Video von mir. Und zwar heißt es diesmal Lux ohne Bike TV. Ich fahre mit einem ausgeborgten Fahrrad eine Mountainbike-Tour mit meinem Dad und meinem Bruder. Genau, und da sehen wir schon den ersten Stopp, den Pump Track in Eibiswald. Da kann ich natürlich nicht einfach dran vorbeifahren, sondern muss eine Runde fahren. Prinzipiell haben wir die Tour in Ahrenfels begonnen und werden sie ja dort beenden. Und ja, am Anfang geht es eben auf Schotter und Asphalt gemächlich dahin. Und da sind wir schon im ersten Anstieg, der eigentlich der längste ist. Und da hinten auf diesem Berg werden wir wahrscheinlich hinauffahren. Keine Ahnung. Genau, es ist die Tour Nummer 116 auf die Remschnickalm. Und das ist auch der längste Anstieg, 5 Kilometer zum Gasthaus. Es fängt recht smooth an mit Asphalt, wird dann aber zwischendurch richtig steil. Da sind wir schon beim Gasthaus, das war leider geschlossen. Und dann sind wir weitergefahren zur Kirche St. Pongratzen. Da ist eine ziemlich coole Aussichtsplattform und da schauen wir uns mal kurz an, mit welchem Bike ich unterwegs bin. Und zwar mit dem Kona Blast, Rahmengröße M, RockShox XC30 Federgabel, WTB Felgen, WTB Reifen, Kona Vorbau, Kona Lenker, Kona Griffe, Shimano Bremsen, die übrigens echt gut funktioniert haben. Und da ist das ziemlich coolste Teil am Radl, nämlich die Magura elektrische Sattelstütze mit Funk. Das ist ziemlich cool, du brauchst kein Kabel, du kannst einfach auf ein anderes Radl mitswitchen. Insgesamt war das Radl richtig nice auf der Tour, kann man echt nichts sagen. Genau, und da sind wir dann auf die Aussichtsplattform von der Kirche rauf und haben den Ausblick natürlich nach Slowenien und da in die Weststeiermark genossen. Da sieht man richtig weit nach Slowenien, wo übrigens auch in weiterer Verlauf die Tour immer auf einer Seite in Slowenien, dann wieder in Österreich, also man überschreitet die Grenzen ein paar Mal. Richtig cool. Von der Kirche geht dann eigentlich ein Waldweg zurück zum Gasthof und es gibt aber einen Wanderweg und natürlich, wenn ich schon dort bin, habe ich natürlich den Wanderweg probieren müssen. Der ist eigentlich zwischendurch ganz schön steil und wurzelig. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da hat das Radl auch gut funktioniert, aber man merkt natürlich, dass die Federgabel da ein bisschen überfordert ist bei schnellen Schlägen, bei höheren Stufen. Aber alles in allem hat das Radl extrem viel Spaß gemacht. Und ja, schaut es euch an, den Trail. Richtig cool. Powerful explosion, written by the chosen. Question my devotion, I put it into motion. Cruising while I'm coasting, deeper than the ocean. Move without emotion, bless you with the potion. City under siege and storm through your region. Tim's all seasons for ass kicking reasons. Shout out to my brother Tech, I'ma cash another check. Deli with a lethal weapon, Danny Glover with the sket. Empty out a magazine, fuck with no Vaseline. Smoke like a bag of green, laced with some gasoline. What you got a Ob den Zeitpunkt fängt dann an, die Tour mehr im Wald zu verlaufen, eben mehr auf Waldwegen, auch auf Schotterwegen. Macht richtig Spaß, es geht so am Kamm entlang, bergauf, bergab. Und so wie da, richtig staubiger Untergrund, kann man richtig schnell fahren, kann man ein bisschen driften. Macht auf jeden Fall Spaß. Im Internet steht, man kann die Tour auch mit dem Gravelbike fahren, also kann man natürlich, aber ich würde trotzdem ein Hardtail zumindest empfehlen. Macht wahrscheinlich mehr Spaß und immer wieder kommen auch knackige Gegenanstiege, so wie da in der Sonne, war echt heiß und anstrengend. Aber im Endeffekt fährt man immer am Kamm entlang, hat meistens eine perfekte Aussicht. Also meiner Meinung nach ist es eine richtig coole Tour, 1000 Höhenmeter waren es insgesamt auf fast 50 Kilometer. Und ja, immer wieder Kühe zum Sehen, echt cool. Lustige Waldwegeler. Wurzelige. Und da war wieder die Federkabel leicht am Limit, aber ich war auch recht flott, muss man sagen. Never have regard for shit, my whole squad roar. Mike's I will terrorize. You be telling clever lies, I'ma have to sever ties. Watch me in my error ride.
like a phoenix. Poison with a prefix, gangsta on a remix. I call it a G-Mix. Rusty Jukes with the knockout. Step up on kurz vor der finalen Abfahrt hat es dann natürlich noch eine kurze Pause gegeben. Auf der Remschnickalm bei einem Bier hat es sehr gut geschmeckt. Und da ist ein richtig schön der Ausblick. Eben rechts immer noch Slowenien, links Österreich. Ziemlich. Hat an dem Tag nicht so weit gesehen, aber es war immer noch ein recht schöner Ausblick. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß eh, ich kann nicht ganz normal Radl fahren, was immer irgendwo abseits fahren, irgendwas probieren. So auch wie hier. Ist übrigens fast in die Hosen gegangen, weil es doch recht steil war. Und das war's auch schon. Lux ohne Bike TV. Es war trotzdem ein extrem cooler Tag. Danke an meinen Papa und Bruder fürs Mitfahren. Danke an den Radclub Eibiswald, der die Tour beschildert hat und vermutlich alles Rechtliche abgeklärt hat dafür. Super cool, dass ihr das macht. Es gibt da noch einige mehr Touren in der Gegend und die werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen in Zukunft. Danke fürs Anschauen. Ihr könnt gern den Kanal abonnieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.